Willkommen zurück zu einer neuen ultimativ galaktischen Folge Star Wars Battlefront. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer galaktischen Bewertung unterstützt haben. Bewerten, kommentieren, ein wenig supporten für Star Wars, denn Battlefront, es muss einfach weiterleben. Es muss einfach weiterleben. Auf Velusha gibt es ein Dorf, das schon seit 3 Evakuierungen keine Optionen mehr hat. Zivilisten sind weg. Die versteckten Medikamente okay, nicht. Okay, wir haben den Clan. Die Separatisten wollen sie haben. Oh, ganzer Clan, das wird spritzig. Das wird spritzig. Kloppen mit einem ganzen Clan. Schön. Im Moment spielen es auch wieder sehr, sehr viele Leute. Im Moment ist es wieder brutal angesagt zu Battlefronten. Standard Vorgehensweise. Ei, ei. Okay, wir nehmen hier schon mal ein. Das finde ich gut. Das schmeckt. Ich bin dabei, Jungs. Hier. Erstmal hochgebufft. Da bin ich ja mal gespannt, denn die letzte Folge war ja ein qualvolles Ding, ne? Da haben wir so auf die Schnauze bekommen. Mal sehen, was hier abgeht. Oh Gott, hier oben sehe ich nur unsere Mates sterben. Wow. Darth Fart Smeller. Und hat er schon seine ersten... Alter, 4 Kills schon. Und sie haben sich A geschnappt. Here we go again. Geschützunterstützung online. Boah, da fliegen die Granaten. Alter! Da fahrt Smeller. Gnadenlos. Gnadenlos schnappt er sich auch C, ha? Wir sind auf jeden Fall dran. Wir haben Kommandoposten Dorn übernommen. Aber nicht mit mir. Smellman. Automatikgeschütz bereit zum Feuern. Okay, und da hängt der nächste drin. Jeder Ecke hängen sie. Unangenehm. Bitte schön. Wo hängen die denn ab? Alle da oben. Spieler beschädigt. Der muss sich auch mal rauswagen. Endlich. Danke, du bist ein bisschen weg im Spiel und schon alles anders. Macht hier dicht, Jungs. Da hinten jongelt jemand rum. Boah, da kommen sie angerollt. Wookie-Treiber. Boah, da Fahrtsmeller. Nee. Diesmal nicht. Diesmal nicht der alte Smellerman. Oh, Geschütz. Oh, da unten ist ein Tank. I don't like this. Okay, wo da hinten ist einer. Und irgendjemand sieht mich hier perfekt. Er fliegt direkt hier vor meiner Fresse rum. Ja, wir machen Punkte, wir machen Punkte. Unsere Truppen bei Kommandoposten Dorn wurden aufgerieben. Meister Yoda ist hier. Und natürlich wieder die extremen Superbots. Und natürlich Jetpack Heini. Der mit der Rakete darf Fahrt Smeller. Ich wette, der wird auch nur mit dem Jetpack rumfliegen. Ja, natürlich. Das ist wieder so ein typischer... Geil, Mann. Ich spawn und lauf in den Helden. Life is good. Ihr habt eure Einsatzziele. Sichert diese Kommandoposten. Granate! Wir übernehmen irgendjemand da oben getroffen? Count Dooku ist hier. Yo. Die rödeln durch. Ballern rein, die Jungs.
Da kommen Erinnerungen hoch, ne? Oh Gott, hinter mir ist eine ganze Armee. Das müsste helfen. Darth Maul ist hier. Konzentriert euch. Alter. Wir spielen echt im Team. Ist das wirklich ein Clan? Beherrschen wir den ganzen Sektor. Jetzt nicht nachlassen. Ich glaube, ich bleibe einfach hier und verteidige, ha? Huh? Komm schon! War kein Bot. Geschütz hat mich Gott sei Dank noch ein bisschen gecarried, damit ich ihn weghole. Für die Republik! Für die Republik! Automatikgeschütze online! Belagerungsmodus. Oh, so ein Belagerungsmodus, ganz ehrlich. Oh, ich sehe absolut gar nichts. Geschütz online. Do it, Geschütz, do it. Dabei C ist ja ultra die Armee, ne? War da eben gerade einer? Wir haben mit der Eroberung von Kommandoposten crazy begonnen. Crazy, wie die hier dicht gemacht haben. Ist das denn ein Bosk? Ich glaube, das war Bosk. Hat sich sehr nach Bosk angefühlt. Wir dominieren. Auch wenn ich hier permanent noch die Fresse bekomme. Wir dominieren. Aufgepasst! General Grievous wurde gesichtet. Geschütze erobern Kommandoposten S. Wir sind Klone! Wir sind Klone! Nicht zum ersten Mal. Ich mach sowas nicht zum ersten Mal, nein. Das war wieder ein Bot. Wir haben Kommandoposten S. Hat er mein Geschütz zerbombt? Oh, wir haben alles im Moment. Weiter so. Wir kontrollieren jetzt alle Kommandoposten. Jo, keine Chance. Darth Maul ist hier. Ich mach halt überhaupt gar keinen Schaden dem Ding. Bitteschön. Wieder nur ein Bot. Wenn ich mal was töte, ne? Ist irgendwie ein Bot. Geschütz bereit! Granate! Aus dem Weg! Oh, Bot. Go, Geschütz, go! Meinen Segen hast du. Der Count hat sich gerade den Klappergestellen angeschlossen. Alter. Kann auch mal sterben da hinten? Wieder ein Bot. Ja, Mann, der die Bots killt. Aber einer muss es ja tun. Die Streitkräfte der Republik kontrollieren das Schlachtfeld. Eine wilde Mischung aus allem. Der hat's persönlich genommen, ha? Huh? Der hat's persönlich genommen. Boah. Boah. Nice. Das alte Manu et Manu, hä? Huh? Und da kommt natürlich der Belagerungsmodus. Wir wurden alle für die Schlacht geboren. Gönn mal eine kleine Runde. Schlachtgeborene.
Metallgesichter gesehen. Irgendwas müsst ihr richtig machen. Ist da eben gerade rumgeflogen. What the heck? Hinten, vorne, vorne, hinten? Die Separatisten haben gerade einen Kopfgeldjäger gerufen. Ah, oh, wie kann er mich noch so gut sehen? Ist ja wirklich ein Clan. Der Clan der Spritzfreunde. Wir sichern Kommandoposten fest. Geht die Granate noch hoch? Ja, aber sie ist nicht tödlich. Leider nicht tödlich, meine Granate. Für die Ehre unserer Brüder! Wir haben Kommandoposten dort bitte. Ja, so ein eingebutterter Clan ist halt echt ätzend. Der müsste eigentlich geblendet sein. Klar, es ist wieder ein Bot. Boah, ich konnte ihm eben gerade so schön in den Rücken schießen. Ich denke, so knapp, ne? So knapp. Wir kämpfen, wir siegen! Die TFATs brechen in Kürze auf. Rein mit euch! Platz da! Granate! Platz da, ich will auch rein! Meister Yoda ist hier, um uns zu unterstützen. Besser. Ja, der Clan hat reingesweatet. Der hat richtig unangenehm reingesweatet in den... in den Shit hier. Ich wusste, ihr schafft das. Nächster Halt, Chaos und Zerstörung auf dem Dreadnought. Wenn ihr festen Boden unter den Füßen habt, müsst ihr diese Ziele finden und mit allem angreifen, was ihr habt. Was gehe ich rein? Ich glaube, ich gehe auf Angriff. Nach meiner Größe, du All in dirty. Auf zum Einsatzziel, Brüder! Holen wir dieses Schiff vom Himmel! Wir übernehmen die Kontrolle über das Einsatzziel. Au. Straven. Scanne Gegner. Boah, da kommen sie alle rausgesteppt. Das war ein bisschen Pech. Ja, komm, geh ein bisschen nach hinten. Kann ich bei dem hier nicht spawnen jetzt? Da geht's nicht durch. Aber wir sind ja schon dran. Darth Maul ist hier. Konzentriert euch. Okay, hier können die rauskommen. Da hinten können sie auch rauskommen. Noch eine Sekunde und ihr seid wieder auf Kurs. Boah, das war schnell. Das war ultra schnell. Wir haben die Kontrolle über das Einsatzziel übernommen. Gute Arbeit, Brüder. Wir haben den Fuß in der Tür. Aber noch ist es nicht vorbei. Weiter vorrücken. Erfasse Droiden hier. Boah, Alter, hier werden sie niedergemetzelt. Zerstört es. Dann können die ernten die aber auch ab, du.
Ich sehe jeder hochmotiviert. Darth Maul ist hier. Oh, die könnte sogar Schaden machen. Oder alle sind schon tot. Weil die absolut gierig sind. General Grievous ist hier. Alright, der ist weg. Da kommen sie um die Ecke. In Massen. Doch, er ist nicht gewonnen, Freunde. Hier, nuckel mal daran. Autsch. Bestes Aim. Allerbestes Aim. Egal, wir haben ordentlich Schaden drauf gelunzt. Alter. Wie die Schüsse noch nachziehen. Eins haben wir. Gleich haben wir's. Letzter Vorteil. Zwei haben wir. Was ist da schon wieder? Es ist Mund gewesen. Es ist Mund. Wir haben das Ziel zerstört. Derart präzise geht nur ein Klon vor. Klar, die Klone sind einfach die geilsten Typen. Boah, Alter, haben die durchgeklatscht. Das war ja geisteskrank. Oh, das wird den Klappergestellen gar nicht gefallen. Endlich mal wieder ein Sieg nach der langen Pause. Der DAR-Clan. Nice. Na gut, machen wir noch eine Runde. Ob wir eine Runde finden? Offizier. Was ist eigentlich Maximum? 100? Ne, wir haben schon über 100 gesehen. Wir haben auch schon 700 gesehen, ne? Wie kann man 700 werden? Gibt es kein Ende bei den regulären Klassen? Tatooine, okay. Ich glaube, ich bin nochmal Offizier. Ich mag Offizier, ich spiele den echt gerne. 71 habe ich hier. 54, 93. Spezialist 0. 1, ja, war nie gespielt. Okay, kein Clan. Mal wieder so eine chillige Runde, wo nicht auf Krampf geschwitzt wird bis zum Tod. Das wäre echt angenehm. Es wäre echt verdammt angenehm, wenn es mal einfach wieder ein bisschen gemütlich zur Sache gehen würde. Aber irgendwie, das Spiel ist halt Sweat, ne? Das Spiel ist halt purer Sweat. Naja. Bin ich mal gespannt. Hier 130, 154 max. 148, 154, 329. Es gibt kein Ende, oder? Vielleicht 999. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich rätsel da schon die ganze Zeit, wie lange das geht. Bis man hier durch ist. Heute bringen wir dem Outer Rim die Gerechtigkeit des Imperiums. Wir machen kurzen Prozess mit den Rebellen, die hier auf Tatooine Unruhe stiften. Bitte schön. Nur 150? Wir beherrschen
Ja, aber gratis 150 Punkte, ne? Dann nochmal 500 durchs Einnehmen. Die Punkte, die man beim Einnehmen verdient. Und dann bist du vielleicht schon bei deiner Special Unit. Offizier am Anfang spielen zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man schnell... Kommandoposten müssen erobert und gegen den Ansturm der Rebellen gehalten werden. Vorwärts! ...die Spezialeinheiten haben möchte. Oh, die sind schon bei C. Als ob. Als ob. Oh, guck mal, jetzt bin ich schon bei 855, ne? Einfach so. Wie sie aus dem Höschen gespielt. Wer heute stirbt als Held, festige Position. Festige Position. Okay, wir sind bei C dran. Geht da ab, warum sterben plötzlich alle? What the heck? What? Wo? Aber ja, ich könnte es eigentlich auch direkt sagen, ich gehe auf Jetpack. Die Rebellen werden Zeit. Oh mein Gott. Gut gemacht, Geschütz. Überaus gut gemacht. Ah, von der Luft, von oben. Immer noch OP, wenn da jemand richtig gut unterwegs ist, ne? Das sind die Typen, die dann da sitzen mit ihrem... Was zum... Was ich spawne bei den Gegnern? Spawne ich nochmal bei den Gegnern? Drehe ich mich um und der Feind ist... Ja. Wieso auch immer, aber ja. Oh mein... Ja, von hinten. Aber der Typ hat Spaß, oder? So, und sich D gerade schon wieder. C meine ich. Hast du Spaß? Hast du eine gute Zeit? Freut mich. Das Geschütz ist online. Granate bereit. Nice. Alter, was geht? Elite-Verbündeter unterstützt ihn nach Kräften. Hier. Pff, Alter, was ist hier los? Was ist das für eine geisteskranke Runde? Ich sag ja, das Spiel ist purer Sweat. Es gibt nur noch Sweater. Wer heute fällt, stirbt als Held. Wer heute fällt, stirbt als Held. Gar nicht sterben wäre eher so mein Ding. Ich will einfach gar nicht drauf gehen. Festige Position. Oh nee. Ewok mit einem Bogen. Alter, was ein irres Massaker, ne? Mistmensch. Er sagt das, Alter, der sagt das. Kriegen wir jetzt endlich mal C? What's the problem, man? What's the problem? Bitteschön. Gibt's doch nicht. Von wo werde ich schon wieder attackiert? Ja, die halten das. Nice. Pff, Alter. Die halten das verdammt gut. Für den Frieden. Für den Frieden. Na, Frieden ist nicht so mein Ding. Die Rebellen wollen Position F sichern. Frieden finde ich eigentlich nicht so geil. Automatikgeschütz aktiviert und bereit. Kommandeur der Rebellen ist eingetroffen. Geisteskrank. Einfach nur geisteskrank. Wie die hier sich wieder einschießen. Die Rebellen werden fast.
Raketendudes halt, ne? Das sind immer die Raketendudes am Ende. Haben jetzt gleich wieder gar keinen Posten, weil der eine Raketendude uns alle dominiert und abzieht. Ah, fliegt da rum. Zum... Oh. Müssten wir so eine kleine Splittergruppe starten. Zu B oder sowas. Das war nicht die Granate, aus der habe ich mich noch rausgerollt. Nein, das war wieder der Raketendude. Warum ist irgendwo ein Raketendude? Yo! Das ist so irre! Ich komme nicht aus der Deckung raus. Ich sehe nur Explosionen. Meldung vom Oberkommando! Verbündeter zur Unterstützung eingetroffen! Die Rebellen attackieren Aurek! Wo ist der hin? Eine Chance. Oben ist auch noch einer. Oh, wir hängen bei diesen 2%. Das ist wieder ein Clan. Ich bin bester Spieler. Oh Gott. Dann weißt du, dass unser Team richtig, richtig kacke ist. Für den Frieden. Und ein bisschen für das Imperium. Alter, was dodgt der hier? What the heck? Hat das denn keinen Cooldown? Was hat der denn an Kills? Guckt euch das an, was die da für Kills haben. Also wir sterben wieder durch die Jetpacker. Sterben wieder durch die Jetpacker. Die rödeln es gerade weg. Das Geschütz ist online. Er kommt jetzt gleich wieder von hinten, wenn er Leben hat. Und, ne? Und einmal die Rakete rein. Was macht denn Vader? Jetzt mal voll im Ernst. Warum werde ich auch so durch die Luft gewirbelt? Das ist irre. Schaut euch den an. Der fliegt die ganze Zeit hier rum und erntet und erntet und erntet. Und unglaublich. Nee, ich renne natürlich direkt in Helden rein. Direkt im Kreuzfeuer von einem verdammten Helden. Wir haben Berichte erhalten, dass Luke Skywalker. Was ist da los? Erobern die das gerade? Wir stehen kurz vor einer Niederlage und ihr zögert noch. Attacke! Das war's. Attackiert sie mit allem, was wir haben. Das war's, ey. Das ist eine riesen Armee. Was willst du dagegen machen? Also, so auf die Fresse. Erste Runde. Mein Team zerbumst alles. Guck mal, du kannst auch nirgendwo hin. Weil die oben, unten. Unten, oben. Es ist alles voll mit Jetpackern. Die neue Ordnung des Imperiums ist eh geschützt bereit.
Wow. Ey, der Typ ist überall. 61 Kills. Der Typ ist einfach überall. Und ich sehe den nur fliegen, ne? Der Kerl berührt nicht den Boden. Da ist er schon wieder. Alter, er hatte doch gar nichts mehr im Leben. Spieler beschädigt, aber... Einfach weiter, der Kollege. What the heck? Ich würde gerne mal wissen, ich war bester Spieler. Oi, 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 9 Kills, 14 Assists. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Kills der hat und wie oft der gestorben ist. Ich habe den nie sterben sehen. Ja, da schreibt er noch Eddie jetzt. Alter, als ob. Also, ich glaube nicht, dass der legit war. Er schreibt auch noch, zwei der Helden waren auch noch Level 1. Ja, aber du bist permanent darum geflyt und hast jeden abgeerntet. Ich verstehe auch nicht, warum die Rakete bei einigen so stark ist. Das hat nichts mit den Karten zu tun. Die schießen einmal rein, du siehst oben 3 Leute erwischt. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Rage-reichen Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!